Er kandidiert für den Nationalrat, ist zweiter Zentralvizepräsident der Schweizer Demokraten, der Jungpolitiker Roland Wagner aus dem Kanton Aargau. Er ist auch Mitglied der Schützengesellschaft Wölfinswil und als Schützenmeister befugt, mit Freunden Schießtraining durchzuführen. Alles legal. Politisch aber gibt die Sache zu reden, weil die Freunde der deutschen Neonazi-Szene angehören. Vom Schießtraining vor knapp 10 Tagen gibt es Videoaufnahmen. Georg Häsler ist den Verbindungen des Schweizer Demokraten nachgegangen. Schützenmeister Roland Wagner leitet ein 300 Meter Standschießen. Die Schützen offensichtlich ungeübt an Schweizer Ordnanzwaffen. Die Szenerie, der Gemeindeschießplatz von Wölfinswil-Oberhof im Kanton Aargau. Es schießt ein bekannter Neonazi aus Deutschland. Eine Foto der Szene aus anderem Winkel. Am Sturmgewehr 90 liegend Timo Völkel, instruiert vom zweiten Zentralvizepräsidenten der Schweizer Demokraten Roland Wagner. Mit dabei in brauner Jacke Timo Völkels Freundin Daniela Übelacker. Die Aufnahmen entstehen außerhalb des Schützenhauses. 10 vor 10 hat sie sich in Deutschland beschafft. Roland Wagner, zweiter Zentralvizepräsident der Schweizer Demokraten. 2006 kandidierte er als Ersatzrichter. Jetzt will er in den Nationalrat. Wagner spricht nur am Telefon mit 10 vor 10. Es handelte sich um ein Schützentraining, welches ich regelmäßig besuche. Ich wollte meinen Freunden aus Deutschland, die bei mir in den Ferien waren, ein Stück Schweizer Brauchtum zeigen und nahm sie deshalb mit in das Training der Schützengesellschaft. Doch wer sind die deutschen Freunde von Nationalratskandidat Roland Wagner? Timo Völkel und seine Freundin Daniela Übelacker gehören zu den Freien Nationalisten Rhein-Main. Aus dieser Neonazi-Kameradschaft stammt auch Marcel Wöll, Vorsitzender der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, NPD, erstinstanzlich verurteilt wegen Leugnen des Holocaust. 10 vor 10 ist in Frankfurt den Spuren der Freien Nationalisten nachgegangen. Erste Adresse, das Pfarrhaus der Katharinenkirche in Frankfurt. Theologe Hans-Christoph Soth ist Mitglied der Anti-Nazi-Koordination Frankfurt. Er identifiziert Schütze Timo Völkel anhand von Fotos. Ja, Timo Völkel hat jetzt ja eine gewisse Bekanntheit erlangt, dadurch, dass eben bekannt ist, dass er bei Ihnen in der Schweiz am Sturmgewehr trainiert hat. Aber wir kennen ihn natürlich schon sehr viel länger. Ich zeige Ihnen mal hier dieses Bild. Das ist vom November 2003 von der Marie von einer Demonstration der Freien Nationalisten Rhein-Main. Sie sehen es hier, dass Herr Völkel, hier ist er zu sehen, in der ersten Reihe auch als Transparent Mitträger der Freien Nationalisten Rhein-Main auftritt. Hier ist jetzt Daniela Übelacker zu sehen, zusammen mit Marcel Wöll, der zentralen Figur der Freien Nationalisten Rhein-Main und seit letztem Jahr auch NPD-Landesvorsitzender. Das ist bei einer Demonstration in Jena im 19. August 2006. 10 vor 10 versuchte mehrmals vor Ort telefonisch und persönlich mit Völkel und Übelacker Kontakt aufzunehmen. Beide verweigerten sich. Der Verfassungsschutz des Landes Hessen. In 2 Berichten bezeichnete die Behörde die Freien Nationalisten Rhein-Main als Beobachtungsobjekt und Neonazi-Kameradschaft. Auf Anfrage von 10 vor 10 weist der Verfassungsschutz darauf hin, dass die Freien Nationalisten heute weitgehend in die NPD aufgegangen seien. Hinweisen auf Waffenausbildungen von Rechtsextremisten wird seitens des Verfassungsschutzes selbstverständlich mit höchster Aufmerksamkeit nachgegangen. Samuel Althoff, Kenner der rechtsextremen Szene in der Schweiz. Für ihn steht nicht die Schießübung im Zentrum, sondern die offensichtliche Verbindung zwischen deutschen Neonazis und dem zweiten Zentralvizepräsidenten der Schweizer Demokraten. Wir müssen uns ganz ernsthaft vorstellen, was es bedeutet, wenn eine Partei, die in unserem nationalen Parlament vertreten ist, Kontakt pflegt zu antidemokratischen Organisationen, wie zum Beispiel der NPD. Aber wir müssen natürlich auch wissen, dass andere rechtsextreme Parteien, wie zum Beispiel auch die PNOS, genau das Gleiche machen. Der Schießstand Wölfinswil-Oberhof. Der Schützenverein ist überrascht über die Gäste seines Schießtrainings. Für Neonazis heißt es hier künftig Feuer halt!